Guten Morgen zusammen. Es ist 5.30 Uhr. Ich bin schon wieder unterwegs, da ich irgendwie früh und gut rausgekommen bin. Allerdings mit Standheizung heute Morgen. War nur so knapp über 10 Grad. War schon recht frisch. Fand jetzt hier am Wasser gerade diese Lichtspiegelung so schön, auch wenn ihr vielleicht noch nicht ganz viel erkennen könnt auf dem Video. Aber es wirkte halt unheimlich toll. Daher jetzt schon diese erste Aufnahme. Wie immer, wenn ihr mögt, bleibt dran. Es geht weiter durch Norwegen. Ja, ich muss schon wieder einen Zwischenstopp einlegen. Wie gesagt, so richtig hell ist es immer noch nicht, aber ich bin jetzt hier gerade an so einem Fjord vorbeigekommen, wo echt große Schiffe liegen. Oder ich finde zumindest, sie sind groß. Und das musste ich mir mal genauer anschauen. Und zu der Seite hat man sogar einen kleinen Sandstrand. Da scheint auch ein Campingplatz oder sowas zu sein. Sieht zumindest so aus jetzt hier in der Morgendämmerung. Ich zoome mal ein bisschen, ob das noch funktioniert bei dem Licht. Ja, man kann es erkennen, glaube ich. Das grüne Schiff auf jeden Fall, rechts daneben das rötliche eher schlecht. Dann geht es hier weiter rüber. Ich muss mal aus dem Zoom ein bisschen rausgehen, sonst ist das, glaube ich, zu duster, weil da auch der Schatten von dem Berg dahinter noch so übers Wasser geht. Aber dort ist noch mal ein anderes Schiff, was nicht ganz im Schatten liegt. Im Schatten des Mondes. Weil noch scheint der Mond und nicht die Sonne. Oder leuchtet der Mond. Ich fahre jetzt ja immer weiter Richtung Gebirge, sage ich mal. Und es wird auch deutlich kühler. Es sind nur noch 9 Grad. Natürlich auch, weil es jetzt gerade aufklart. Aber schön zu sehen, diese aufsteigenden Nebelschwaden über den Seen und Flüssen. An den Flüssen sieht man es noch besser. Und faszinierend ist, wenn man an den Flüssen, man fährt nur über eine Brücke, guckt einmal über den Fluss und sieht schon irgendwelche Fische springen. So wahrscheinlich schwer zu erkennen, aber zwischendurch sind auch da welche, die so kurz nach oben schnappen. Aber ich zoome mal ein bisschen wegen dem Nebel. Kann man das, glaube ich, besser erkennen. Das ist echt eine tolle Atmosphäre. Ja, man merkt auch hier, dass es eher ins Gebirge geht. Die Flüsse werden auch ein bisschen rauer und auch die offiziellen Straßen hier Richtung Røysgard sehen jetzt so aus. Man ist also ein bisschen langsamer unterwegs, aber es ist wunderschön. Dort vorne sieht man schön, wie der Biber sich da seinen Bereich geflutet hat und das Wasser staut. Ist das nicht eine Idylle hier? Aber es wird Zeit, dass ich wieder zum Auto komme. 6 Grad sind es übrigens nur noch. Ich will nicht auf den Temperaturen rumreiten, aber schon frisch. Ohne Mütze brauche ich jetzt nicht mehr rausgehen. Zumindest nicht, solange die Sonne nicht da ist. Hier hat man mal so einen kleinen Überblick über dieses Fleck hier, Fjord. Schon beeindruckend. Ich vertrete mir mal wieder die Beine. Bin jetzt etwas über eine Stunde unterwegs. Und da brauche ich immer ein bisschen Auslauf. Und da gibt es ja hier genug Fleckchen, wo man das schön machen kann.
Hier ist es jetzt gerade so, wenn ich die Augen zumachen würde und mir irgendeiner sagt, orientiere ich an der Nase, wo du bist, dann würde ich sagen, auf irgendeiner bayerischen Alm. Hier riecht so typisch nach, nach diesen Kuhwiesen. Ist ganz merkwürdig. Ach, guck mal hier, unter der Brücke. Eine Sitzbank mit Holzsteg rundum. Aber erstmal hier dieser schöne Blick auf den Fluss. Und das Wasser hier wieder kristallklar. Also das fasziniert mich ja hier am meisten. Boah, kalt ist es auch. Und hier so einen schönen Blick Richtung Fjord. Wenn man erstmal unter der Brücke durch ist, hat man noch einen schöneren Blick. Also, ich habe ja schon die ganze Zeit immer gedacht, Mensch, die Norweger, die machen immer nur Parkplätze da, wo man keine Aussicht mehr hat. Es war wirklich so, man hat was Wunderschönes gesehen. Und dann kam ein Schild, Parkplatz in, weiß ich nicht, 1,3 Kilometern. Und da, wo der Parkplatz war, konnte man im Grunde nichts mehr sehen und erkennen von diesen ganzen schönen Sachen. Aber hier haben sie es echt mal geschafft, so ein Fleckchen richtig in Szene zu setzen mit einem Top-Parkplatz. Zur anderen Seite hier, das muss sich alles nicht verstecken. Na? Man darf nicht vergessen, ich bin immer noch direkt an der E39. Natürlich ist hier Verkehrslärm zwischendurch. Aber das Panorama ist ja wohl Weltklasse. Aber wie immer müsst ihr das natürlich selber entscheiden. Da hinten ist schon die Sonne schön auf den Bergen zu sehen. Jetzt darf ich ja Berge sagen, sind ja keine Hügel mehr hier. Schaut euch das an. Oh, und man hört eine Kuh im Hintergrund. Ich bin jetzt noch einmal direkt hier unten ans Wasser. Na, jetzt kommt natürlich gerade wieder ein Auto. Aber ansonsten spiegelglatt das Wasser. Es geht kein Lüftchen. Und außer den Verkehrsgeräuschen auch nichts wahrzunehmen mehr. Doch die Kuh vorhin. Jetzt befinde ich mich mittlerweile im Fakreland. Schaut mal, wie es hier schön bunt blüht. Da unten so eine Felslandschaft. Im Hintergrund die Bergkette. Auch das Wasser wieder gut zu sehen. Was habe ich immer ein Glück, wenn ich die Kamera anmache? Die ganze Zeit keine LKWs und jetzt gleich in beide Fahrtrichtungen einer. Naja. Auf jeden Fall traumhaft. Und mit der Sonne mittlerweile auch angenehm. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal ein Käffchen trinken. Schaut euch das mal hier an. Ich schwenke einmal ganz kurz und dann zoome ich gleich nochmal ins Tal. Das geht von Lichtverhältnissen. Ich sehe nahezu nichts auf dem Bildschirm. Aber es ist unheimlich beeindruckend. Jetzt sagt mein Navi mir gerade, ich muss eine Fähre nehmen. Ich schaue mal eben, wie das da läuft. Dass das nicht so ein Desaster wird wie beim letzten Mal. Ja, so wie ich die Preispolitik hier verstehe, im besten Fall 19 Euro, im schlechtesten Fall 77 Euro. Es ist natürlich 77 Euro, will ich eigentlich nicht.
Aber ich denke mir, wenn ich über die Brücke fahre, kostet es mich ja auch Geld. Daher ist es fast egal. Ist aber auch immer schön, dass dann da steht, kassiert wird am Boot. Dann hat man auch keine Option mehr. Tja, geht wohl allen so. Hier sieht man schön, wie die Fähre gerade anlegt. Das Fjord an sich ist ja schon der Hammer hier. Ja, es werden hier gerade alle Leute irgendwie informiert und fahren wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es irgendwas anderes ist. Vorgestern gab es ja auch ein Problem mit einer Fähre, kam sogar hier in den Nachrichten. Mal sehen. Alles ergibt sich. Wenn ihm jetzt so sein sollte, dass der 20 Euro nimmt, hier für die Fahrkarte, ist das okay. Aber bei knapp 80 Euro fahre ich dann definitiv diese 60 Kilometer extra. Das ist es mir nicht wert. Jetzt gönne ich mir eine Banane, solange wie ich hier warte, bis jemand kommt. Die Leute kommen telefonieren zurück. Der Kapitän geht von Auto zu Auto. Ich denke mal, dass das nichts wird. Ja, wie vermutet, die haben ein Steuerrelais tauschen müssen oder ein Chip, so wie ich das verstanden habe, für eine PLS, was diese Laderampe, Luke da auf und zu machen lässt. Und jetzt funktioniert nichts mehr. Die wurde wohl die Nacht getauscht, das ist die erste Fahrt heute Morgen. Und seitdem steht die Fähre im Grunde. Der Techniker ist aber vor Ort und wäre wohl bemüht, das schnellstmöglich fertig zu kriegen. So flott wie der jetzt gerade kam, ist das wahrscheinlich der nächste Techniker, der es dann richten wird. Das Positive ist, ich habe den Kapitän gefragt, was mich die Fahrt kostet, und er sagte so rund umgerechnet 20 Euro. Da bin ich durchaus mit einverstanden und werde dann jetzt einfach so lange hier warten, bis das Ganze funktioniert, und nutze die Zeit, mir hier einfach schon mal das Fjord so ein bisschen anzuschauen, soweit das hier jetzt geht. Und so einen kleinen Schwenk haben wir hier jetzt schon mal im Kasten. So, Wartezeit ist ja auch immer das, was man daraus macht. Ich genieße zwischendurch den Ausblick hier und die restliche Zeit liege ich hier und lese. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt nur noch ein Auto vor mir. Das heißt, die anderen beiden in der Reihe haben schon aufgegeben und auch jede Menge anderer geben es mittlerweile dran. Ich stehe jetzt schon eine Stunde. Aber irgendwann muss es ja weitergehen, denke ich. Fjord Cruise Lüsefjord. Ja, hier cruist nix. Ich meine, die sind ja immer noch am Schrauben, aber ich kann ja schlecht hier mein Badehandtuch rausholen und mich hier hinlümmeln. Wobei ich schon fast danach aussehe. Aber auch nur fast. Wäre nur schade, wenn man hier so einen halben Tag verschenkt. Weil mittlerweile wäre ich auch mit dem Auto auf der anderen Seite. Ja, wie gesagt, gute 60 Kilometer mehr ist natürlich auch eine Ansage. Und 60 Kilometer sind hier ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Ja, doch. Wäre ich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht da. Aber was nützt es, sich über Dinge aufzuregen, die ich nicht ändern kann? Es gibt auch schlimmere Gegenden, um gerade festzusitzen. So kann man auch mal neben so einer Fähre hergehen. Hat man sonst ja auch nicht die Gelegenheit. Und sich das Ganze mal anschauen. Und das herrliche Fjordwasser hier. So habe ich mir das Video Anreise Stavanger oder Preikestolen auch nicht vorgestellt.
Aber es ist wohl so, ne? Ich laufe hier gerade mal rüber. Hier oben ist noch ein Parkplatz. Vielleicht ist da ein schönes Fleckchen frei. Dann stelle ich mich da hin, hol Stühlchen raus und hau mich in die Sonne. Ist vielleicht die beste Option. Dann kriege ich auch mit, wenn die Fähre irgendwann fit sein sollte. Und fahre dann wieder hier runter. Da das mit der Fähre anscheinend erstmal nichts wird, habe ich mir jetzt hier oben dieses Plätzchen gesucht. Und stehe jetzt hier im Grunde mit einem herrlichen Blick über das ganze Lysefjord heißt das, ne? Ich vertue mich da ja immer. Aber es ist herrlich. Hier ist noch eine so eine Parkbucht, die ist aber recht schmal, da passe ich mit dem Bus nicht rein. Beziehungsweise kann dann hier nicht mehr an der Seitentür was machen. Deswegen habe ich mich jetzt hier hingestellt und werde dann wahrscheinlich einfach hier bleiben, bis die Fähre dann irgendwann funktioniert. Nicht so dramatisch, denke ich. Hole mein Stühlchen raus, stelle ich mir hier in der Ecke und dann ist gut. Mittag ist eh jetzt gleich schon. Kann ja auch was kochen in Ruhe. Läuft doch. Ja, so sieht's aus. Die Socken von heute Morgen lüften und trocknen. Ich koche mir jetzt erstmal Käffchen, setze mich dann hier ein bisschen in die Sonne, schaue rüber, was die Klappe der Fähre macht. Die sieht man von hier so halb. Und ansonsten würde ich gleich wahrscheinlich auch mal da runter gehen und schauen, wie es aussieht, ein bisschen ins Wasser. Jo. Wie gesagt, das Beste draus machen, nützt ja nichts. Und selbst wenn jetzt hier jemand käme, von wegen Camping, dies, das, jenes, ich will ja mit der Fähre fahren, nur geht ja nicht, was soll ich machen? Hier ist gerade Apple Maps unterwegs. Die haben sich kaputt gelacht, weil ich hier oberkörperfrei da in der Ecke sitze und meinen Kaffee schlürfe. Ja, blöd gelaufen. Jetzt bin ich gerade am Essen machen. Es funktioniert anscheinend. Naja, vielleicht ist es besser, die machen erst eine Testfahrt ohne mich. Ich koche jetzt auf jeden Fall zu Ende. Werde dann wieder hier in diese Reihe rollen, wo man sich anstellt und gut ist. Ist halt wie es ist. Naja, es schließt auf jeden Fall. Also daher kann ich jetzt in Ruhe essen, kochen, dann schon mal hier rüberfahren und da in Ruhe essen, bis die wieder da sind, denke ich. Wird nicht so lange dauern. Was sagt der Kölner immer? Es hätten auch immer gut gegangen. Schon ein bisschen mulmiges Gefühl. Eine Bekannte schrieb mir gerade noch, da gab es doch mal dieses Fährunglück mit der Estonia. Hat mich jetzt nicht wer weiß wie beunruhigt, aber muss man vorher nicht haben. Man sieht schön oben, wie der Berg sich bewegt. Oder auch die Fähre. Ich hoffe mal, der kommt zum Kassieren auch noch hier hin, weil der hat jetzt bei dem anderen das Nummernschild einfach fotografiert. Weil dann weiß man nie, was man letztendlich wirklich zahlt. Also er kam gerade noch zum Abkassieren. 180 Kronen sind knapp unter 18 Euro. Passt. Sehr schön. Jetzt geht vorne die Luke schon auf. Wir sind noch keine Minute auf dem Wasser oder zwei. Also auf dem Wasser ist man die ganze Zeit im Boot, klar. Aber so hat man ein bisschen was vom Panorama vielleicht. Ja, vom Panorama ist okay. Ist jetzt aber nicht so, dass ich hier die ganze Zeit filmen würde. Also bis gleich. Also hier gibt es sogar einen Parkplatz. Ich bin jetzt so gespannt, was da vorne kommt, was man sehen kann oder auch was nicht. Eieiei, guckt euch das an. Hallo, excuse me. Schaut euch das an. Ich brauche gar nicht weiter. Ich bleib hier. Eieieiei. Beste Urlaub ever. Beeindruckendste. Echt.
Leute, ich habe eine Gänsehaut und stehe hier bei 20 Grad in der Sonne. Schaut das euch nochmal an. Mir, ollen Sabbelstrippe, fehlen die Worte. Nein, der Ton ist nicht kaputt, aber ich muss, glaube ich, nicht groß was sagen. Ja, ich habe jetzt noch mal hier an einem kleineren See angehalten, um so ein bisschen inne zu halten. Ja, ich schüttel gerade den Kopf, könnt ihr natürlich nicht sehen. Aber das sind so viele Eindrücke. Da wirkt selbst so ein traumhafter Trinkwassersee als simpel. Ja Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich gönne mir einen Campingplatz für 2 Nächte inklusive Duschen, Toiletten, also mit allem Schnipp und Schnapp für 46 Euro. Und kann mir dann jetzt hier im Grunde ein Plätzchen aussuchen. War eigentlich nicht ganz so geplant, weil das Wetter ist super, ich kann auch wieder in den See springen oder kalt waschen oder was auch immer. Aber das sah hier gerade so einladend aus, deswegen dachte ich mir, ich probier's. Und der Kerl war ganz sympathisch da. Und heiß duschen ist ja auch nicht so verkehrt. Von hier aus startet auch der Wanderweg, den ich dann die nächsten Tage vorhabe, beziehungsweise morgen. Und daher suche ich mir jetzt die hinterste Ecke, die dann besonders ruhig ist, hoffe ich. Und werde herrlich schlummern nach einer heißen Dusche heute Abend. Der Platz macht auf jeden Fall einen super Eindruck hier. Schön weitläufig. Jetzt gucke ich nochmal, wo ich halbwegs gerade auch stehe. Und dann mitten rein. Da ist ein Tümpel, da stelle ich mich nicht hin. Da sind die ganzen Viecher dann. Aber hier oben steht erst einer und dann werde ich mich jetzt, wie viel Uhr haben wir? 13 Uhr, dann wandert die Sonne darüber. Wunderbar, dann werde ich einfach hier diesen Eckplatz nehmen und gut ist. Jetzt nochmal ein kleiner Rundgang hier. Die WC-Häuser, wie ihr seht, top. Auch hier drinnen, es ist alles picobello sauber und auch die Duschen, das kann sich alles definitiv sehen lassen. Toll. Und alles im Preis inbegriffen. Also da kann man nicht meckern, finde ich. Ansonsten der Platz an sich ist sehr weitläufig, wie ihr sehen könnt. Es nimmt überhaupt kein Ende und man hat hier freie Platzwahl. An jedem Platz ist Strom und fließend Wasser.
Da sind überall so kleine Säulen. Und ansonsten halt ein naturbelassener, schöner Platz. Mit auch atemberaubender Aussicht. An der Rezeption der Herr, der war sehr nett. Oder der Junge, könnte man fast sagen. Schien gerade volljährig zu sein. Und hat einen über alles Mögliche hier schon mal so ein bisschen aufgeklärt, was man vielleicht wissen sollte. Noch ein kleiner Spielplatz hier vorne. Und da hinter dem weißen Bulli, das ist die Rezeption. Da gehe ich jetzt auch noch einmal eben hoch. Aber vorher zeige ich euch eben noch hier den Raum mit den Waschmaschinen. Und auch Trockner, wenn man möchte. Das ist ganz gut. Hier auf der Seite sind nochmal Toiletten und der Raum zum Geschirrspülen, den ich jetzt nicht filmen möchte, weil da jemand drin ist. Das ist auch schön hier, die Ausfahrt. Ne, Gegenverkehr beachten. Und da links der Weg extra für Motorräder und Fahrräder. Damit sie nach 5 Metern wieder kollidieren. Na, macht ja schon Sinn, wenn jemand wartet. Wenn dann irgendwann mal eine Schranke da sein sollte. Das ist so der Bereich hier vor der Rezeption. Und auch da an der Seite. Man kann hier Brötchen bestellen, man kann hier Pommes essen. Also so Fastfood-technisch alles da. Und auch so ein kleiner Shop dabei, wo man das ein oder andere hier aus der Region oder auch Souvenirs kaufen kann. Jo, soweit so gut. So viel zum Platz. Und die Aussicht. Ich bin immer noch total geflasht hier. So, mit fließend Wasser an der Tür. Es ist jetzt 13 Uhr, die Sonne ist schön hier auf der Seite. Das heißt, sie wandert jetzt hier so rum, so circa bis in die Richtung. Und das heißt, den Rest des Tages habe ich die Sonne. Ich werde mein Stühlchen rausholen und einfach die Ruhe und diese herrliche Aussicht genießen. Erst heiß duschen, dann nochmal was essen. Heute Abend vielleicht nochmal heiß duschen. Ja, so ist das schön. So sieht's aus. Hier werde ich stehen bleiben. Das war's mit diesem Anreisevideo Pregestollen. Macht's gut, euer Markus.